Wie bekommst du deine Figur in den Griff? Schönheitswissen. Hallo und herzlich willkommen bei Schönheitswissen, deinem Kanal rund um die Themen Schönheitschirurgie und schöne Zähne. In diesem Video verrate ich dir den Unterschied im Effekt auf deinen Körper zwischen Abnehmen, Sport machen und Fett absaugen. Natürlich ist es so, du solltest auf jeden Fall mit den natürlichen Mitteln versuchen, deinen Körper wieder in Form zu bekommen, wie abnehmen und Sport machen. Beides hat eine andere Wirkung. Im Sport ist es so, dass natürlich durch den erhöhten Kalorienverbrauch auch Fett abgebaut wird, aber wenn man nicht Marathon läuft oder wirklich sehr, sehr, sehr lange und viel Sport macht, dann ist diese Kalorienanzahl eigentlich gar nicht so groß, die man dabei verbrennt. Und das zeigt schon, dass die Ernährung selbst einen sehr, sehr wichtigen Einfluss hat. Bei der Ernährung ist es so, es ist nicht nur die Gesamtzahl an Kalorien, die du zu dir nimmst, sondern es ist eben auch die Art der Kalorien. Zum Beispiel ist es so, dass Zucker und Sachen, die deinen Blutzuckerspiegel sehr schnell in die Höhe schießen lassen, auch viel Insulin ausschütten und dadurch saugt der Körper förmlich jede Kalorie auf und baut sie als Fett ein. Durch Sport strengst du deine Muskeln an und deine Muskeln wachsen. Dadurch kannst du deinen Körper schon auch in einer gewissen Weise formen, aber man kann nicht Bauchfett durch Sit-Ups wegkriegen. Denn du kannst nicht durch eine Anstrengung an einer gewissen Region in deinem Körper auch das Fett, was darüber liegt, über den Muskeln beeinflussen. Und deswegen kann man Fett nur abnehmen, indem man weniger isst. Und an manchen Stellen, da will dein Körper eben das Fett überhaupt nicht loswerden. Man nennt sowas diätresistente Fettpolster und diese Dinger sind wirklich extrem hartnäckig. Wir haben viele Patienten, die zu uns kommen und verzweifelt sind, weil sie sagen, ich mache so viel Sport, ich ernähre mich so gesund, ich habe viel abgenommen und trotzdem behalte ich meinen Schwimmring, meine Reiterhosen, bestimmte Stellen, die von der Natur bei diesen Menschen einfach überproportional angelegt sind. Und genau in einem solchen Fall, da hilft nur Fett absaugen. Denn durch keine Diät der Welt, durch keinen Sport der Welt kann gezielt so eine Region beeinflusst werden. Beim Fettabsaugen kann man an dieser Region die überzähligen Fettzellen dauerhaft absaugen und entfernen. Dadurch kann man so die Proportion, das heißt das Verhältnis der einzelnen Körperregionen zueinander, dauerhaft verändern und kann die Figur richtig positiv beeinflussen. Menschen, die zum Beispiel immer zu einem gewissen Bauchansatz neigen und sehr darunter leiden, können durch eine Fettabsaugung dauerhaft davon befreit werden. Und auch wenn sie danach ein bisschen zunehmen oder wieder abnehmen, bleibt die Proportion gleich. Das heißt, der Bauch wird immer schlanker bleiben und die Figur wird für immer anders aussehen. Ich hoffe, ich konnte dir den Unterschied zwischen den drei Methoden zum Abnehmen gut erklären und du weißt daher, welche Methode wie viel bringt. Denn nichts kann frustrierender sein, als auf eine Methode zu hoffen und sich damit abzuquälen. Wenn diese Methode aber gar nicht funktioniert für dein Problem, dann wirst du damit keinen Erfolg haben. Wenn du noch mehr Interesse hast zu den Themen Schönheitschirurgie, schön aussehen, schau in unsere Playlist, gerade über das Thema Körperformung. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß dabei!